Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute nach längerer Zeit mal wieder mit einem Deck-Rating. Und da hat uns letztens, nachdem Bagish ein Hero-Deck bewertet hat, natürlich mehrere Leute Hero geschickt, weil es so interessant ist, weil es so beliebt ist. Und heute gehen wir mal drei Decklisten auf einmal durch. Also die erste Frage ist, wann hast du die Deckliste bekommen, Hong? Das ist wichtig zu wissen. Schon vor der DM. Vor der DM. Aber die Mais gab es schon, oder? Cut of the Mice gab's noch nicht. Alles klar. Alter Shit, ich hab's ausgemacht. Kleine technische Probleme. So, los geht's. Schauen wir mal drauf. Was haben wir hier? Hier haben wir diesen Dragon. Shadol. Den macht er wahrscheinlich für Teil. Warte, wie kriegt er den in Grave? Armageddon Knight. Schuss auf Spell. Okay. Eine Karte. Dann spielt der Zephyros, also was man als erstes sehen kann, er spielt die Speed-Variante mit Diamond Dude, die habe ich auch mal getestet. Die lief wirklich krass, aber die war dann letztendlich doch zu inkonstant. Ich habe ja meine Meinung mal schon, lassen wir erstmal Tati was sagen und Nico, was die dazu sagen. Also ich sehe zwei Diamond Dude mit drei Destiny Draws. Ich weiß nicht, ob das... Er hat also nur zwei Ziele dafür. Sehe ich richtig, oder? Ja, hast du gut gesehen. Weiß ich nicht, ob das... weiß ich, ob das gut ist. Also, ist glaube ich zu wenig. Er rechnet halt damit, dass er nicht alle Destiny's Draw zieht. Hauptsache, er zieht den Destiny's Draw. Aber... Und die Diamond Dudes kann er halt dann suchen. Zum Beispiel mit Rota oder mit Mist. Ja, das ist schon klar. Sie auch durch Diamond Dudes Effekt. Ja, das ist halt die Frage, ja. Ob er halt dann nur deswegen hofft oder nicht, ja. Aber kann auch gut sein, dass er dann die tot zieht, aber dann kein Destiny. Das ist aber unwahrscheinlich. Ja. Weil theoretisch hat er ja mehrere Diamond Dudes. Okay. Problem ist, wenn er alle drei zieht, alle D-Draws und alle Diamond Dudes schon gezogen hat. Okay. Also wie man aber sieht, ist das Deck ein bisschen älter, weil da war schon Alur auf 1. Hat er dann wahrscheinlich gehört, dass Alur auf 2 geht, hat er Live 2 reingetan. Genau. Sprich, das Deck ist ein bisschen älter. Jetzt ist halt die Frage, ob man es mit der Mai spielen kann oder nicht. Das ist halt dann eher dann die Frage an Barisch, weil man macht schon viele Specials. So an sich, das Bild ist, es ist normal, es ist okay, denke ich jetzt mal. Vielleicht kann man in den Fall ein bisschen was ändern, wie mit Times Trap Hole spielt eh keiner mehr. Kann man vielleicht austauschen gegen Chaos Trap Hole oder irgendwas. Finish Chain ist auch so eine Frage, ob sie jetzt im Meta gut ist oder nicht. Die Mirror Force finde ich gut, weil der war ja auch mit Dark Lord kommt Mirror Force echt gut. Zum Beispiel, er spielt auf Raphlesia, mit Raphlesia auch zum Beispiel, hat ein Ziel BTA, wahrscheinlich deswegen auch Timespace, Vega Raphlesia. Ist halt die Frage, ob das gut ist oder nicht. So an sich, Bild, so jetzt vom ersten Blick gar nicht mal so schlecht, in meinen Augen jetzt. Also ich finde, es sind zu viele Monster, ich würde weniger Monster spielen, ich würde es eher auf drei Bubblemen und dreimal mit dem... Ja, das ist die Speed-Variante, das sind zwei wirklich verschiedene Decks, das ist eine Hero, es gibt diese Speed-Variante. Ja, aber Speed ist es doch auch, sag ich mal, wenn du Dark Lore schnell rausbekommst, wenn du wenn du Bubbleman schnell beschwören kannst. Ich sag mal so, bei dem Deck kann ich mir gut vorstellen, dass du Bubbleman oft auf der Hand hast, ihn aber nicht spezial beschwören kannst. Den E-Hero Core würde ich auf jeden Fall dreimal spielen, also den muss man meiner Meinung nach dreimal spielen. Destiny Draw würde ich mit dieser Variante mit Malicious nur spielen. Also da gab es ja auch mal ein Deck, sag ich mal, was eine Zeit lang bisher vertreten war mit Malicious. Dass man da auch schnell auf die Achter-Synchros kommt und so weiter. Mit Graffa zum Beispiel oder sowas gab es es. Also da gab es auch so eine Variante. Also ich würde das, ich würde weniger Monster spielen. Ich sag ich mal, Dark Lore allgemein ist, finde ich, eine gute Idee zurzeit beim dem Metagame. Also der ist eigentlich gegen jedes Deck ziemlich gut. Bei den Fallen, würde ich, Fiendish Chain gefällt mir nicht, da bin ich kein Fan davon. Genau, Strike würde ich spielen, so ein Strike fehlt auf jeden Fall. Diamond Dude bin ich auch kein Fan, also die Variante mit Diamond Dude und Destiny Draw würde ich nicht spielen, weil, sag ich mal, dass man da was mild und was Gutes bekommt und dann ist es auch zu spät, also da bin ich nicht so davon überzeugt. Also jetzt mal allgemein, es gibt Hero zwei Varianten. Wirklich die eine Control-Variante, wo man weniger Speed hat und nur auf Dark Lore Eröffnungen hofft. Und die andere ist wirklich die Speed-Variante. Hier haben wir so ein Mittelding. Hier fehlt zum Beispiel Wunderfusion oder dieser andere Maskenwechsel, damit er wirklich ganze Zeit Speed hat und den Gegner wirklich in einem Zug umbringen kann. Richtig locker. Das ist diese Formwechsel, dann gibt es noch eine. Da fehlt Wunderfusion, falls ihr die Speed-Variante spielt, das ist wirklich so ein Mittelding. Und...
Ich bin kein Freund von so Mitteldingern, entweder spielst du Control pur, da müssten auf jeden Fall drei Demise rein, Schicksals ziehen raus, Diamond Dude raus, diese Zephyros raus, Shadol raus, wirklich pur auf Control spielen. Dann gibt es die, wenn, und wenn er Control spielt, die Finish Chains sind in dem Moment Format richtig schlecht. Strikes, da müssen drei Strikes rein, in jeden Control Anti-Deck. Was da noch fehlt? Was noch kurz interessant ist, also das sieht man immer wieder, 1000 Ice Restrict ist ja zurückgekommen, aber irgendwie spielt das keiner im Extra-Deck, oder? Also viele spielen Instant Fusion, aber in den Extra-Deck sieht man das gar nicht mehr, ne? Ja, Problem ist halt, dass er zielt und zurzeit zielen der Effekte umgehen viele Monster, das ist das Hauptproblem. Ja, und ansonsten Extra und Side, Raigeki spielt er nicht, aber Dark Hole im Side. Also ich würde da eher, Raigeki fehlt. Raigeki muss auf jeden Fall rein. Wenn es nicht im Main ist, verstehe ich. Also ich verstehe die zwei Dark Holes nicht im Side, weil kein Raigeki mit dabei ist. Dann ja, drei Twister, drei Restrict ist okay. Gegen Cosmo hat er zweimal System Down. Also ein Tipp für dich, entscheid dich für eine Variante, entweder Speed, so wie wir es gesagt haben mit den Karten, oder Full Control, kein Mittelding. Dann nächstes, oder? Das hier. Hier haben wir eine bisschen schlechte Grafik, aber wir können es ungefähr erahnen, was da ist. Da sehen wir drei Militias. Wer ist das danach? Sense, Mann. Artefakt Sense. Das ist der Artefakt Sense, Mordattack und der Bierattack. Okay. Ein Ding. Diamond Dude. Also er hat dieses Deck als Ding gespeichert als Heroes Turbo. Ja, er spielt es mit Artefakt. Er spielt es mit Militias. Aber da sehe ich jetzt auch nur zwei Destiny Draws. Keine Ahnung. Ob das, ich weiß nicht. Das ist, ne. Zwei Carriers, okay. Mit Instant Fusion, da spielt der Ding. Ja, keine Ahnung. Ich finde das Deck, wenn ich das so sehe, eigentlich nicht. Er spielt es ein bisschen auf Gegner stören mit Sense, aber er spielt nicht mal. Nee, ich weiß nicht. Ich finde es nicht gut. Also da muss ich Tati recht geben. Wenn ich so drauf schaue, also in der Theorie, Praxis läuft immer ein bisschen anders ab. Es schaut zu bricklastig aus. Es ist wirklich okay. Man kann Teil splashen. Wie heißt es? Wie heißen die nochmal? Die Viecher? Artefakt. Genau. Das hat man vor ein paar Monaten öfter gesehen, dass man die reingesplasht hat. Aber hier ist wirklich zu viel drin. Dann Armageddon Knight mit solchen Zombie. Dann spielt er doch auf Dark Lore. Da ist ein bisschen zu viel Mischmasch drin. Also die Artefacts, die sind ja auch nicht dark, ne? Oder? Die sind, deswegen sage ich mal, bringt es nichts für Allure, für den anderen, fürs andere Maskenwechsel. Das harmoniert dann nicht ganz gut. Und meiner Meinung nach ist es sehr bricklastig, also da kann man wirklich tote Starthände haben. Ob das so funktioniert? Problem ist, Dark Lore, wie willst du Dark Lore beschützen? Du kannst ein bisschen... Er spielt hier drei Fallen und es sind halt diese Artefakt-Fallen und... Dark Destroyer und dann tot. Man braucht wirklich Dark Lore und ein, zwei Schutzkarten. Und wenn er Dark Lore rausbringt, ja. Er spielt auch nicht auf die... Oh, ja, ist schwierig. Ist auch so ein Mittelding. Ich bin davon nicht überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Er kann uns ja gerne mal schreiben, ob es in der Praxis besser läuft, als wir auf dem Bild. Ja? Also können wir es nicht sagen. Dann haben wir noch ein E-Hero-Bild. Schauen wir mal, wie das ist. Okay. Aha, okay, das ist komplett verrückt. Da hat die Kette noch den einen im Bochum. Der hat Samurai gespielt, ja. Mit Insektor. Ja, oh mein Gott. Also, soll ich das erzählen? Ja, kurze Zwischenstory. Wir waren am Reden. Und ich hatte ein bisschen Kopfschmerz und so weiter und dann habe ich so bei den Side-Events zugeschaut. Ich schaue so, also die anderen waren noch am Reden, nur ich schaue halt, spielt jemand kreative Sachen oder so. Dann zieht der eine sein Deck, dann er zieht Samurai, denke mir, okay, Samurai, da waren komische Karten drin. Dann zieht der Hornet nach, dann dachte ich mir, hä, was spielt der für Verrücktes, kann man die kombinieren? Und dann hat er noch was nachgezogen, ein drittes Deck noch. Er hat noch ein drittes Ding mit einem Samurai. Einen, ja, das war schon krass, Mann. Und dann ich so, Alter, dann bin ich reingegangen, während dem Duell, ich habe mir die Karten wirklich so angeschaut, ob es wirklich so ist. Dann habe ich die Freunde gerufen, die haben sich halt alle kaputt gelacht.
Und hier haben wir, Alter, vielleicht ist es der sogar, Mann. Weiß das nicht. Kann vielleicht sogar der Typ sein. Also hier sieht man ein Hero Infinity Deck. Infinity, ja. Ja. Keine Ahnung. Also was ich erstens nicht verstehe, Bot of Duality beim Infinity Deck, der da, also das spielt ja auch Spezialbeschwörung. Also ja. Ja. Da gibt es keinen Zug warten oder so. Ja, da gibt's nichts warten. Also Bot of Duality muss auf jeden Fall raus. Dann generell, was so, gegen was so ein Deck anfällig ist, ist es natürlich gegen so Handtraps wie Wailer oder Max C. Also wenn jemand, sag ich mal, Infernity ist meiner Meinung nach, also die Zeit ist vorbei. Wenn man sowas ähnliches spielen will, dann muss man zum Beispiel so ein Deck wie Lorenzos Synchro-Fusionist spielen. Also da kann man alles raushauen, das ist da viel weniger brücklastig. Ich glaube, bei so einem Deck ja, kann man, also zum Beispiel auch Hand Destruction, würde ich nicht spielen. Meiner Meinung nach sind es auch viele Fallen. Ja. Also man sieht ja einfach, er spielt ja viel auf Hand abwerfen. Ja. Er spielt einen Twin Twister, um seine Karte abzuschmeißen. Hand Destruction, er spielt diese Mass Change 2, spielt er zweimal. Was will er denn Wertvolles abschmeißen? Ja. Was will er? Nein, er will ja keine Handkarten haben. Damit ja, ja. Er dann, verstehst du? Ja, dann gibt es doch viel bessere Decks. Oder? Ja, natürlich, aber er will ja keine Handkarten abschmeißen, weil du sie eben im Infinity ja nicht brauchst. Dann kommt, ja. Ein Strike, da kommt ein Strike und dann ist er tot. Ja, so ist es ja auch. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt ein Gemisch. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis ist, ja, ob es wirklich gut ist. Der soll halt einfach, ja, aber... Also, ich hoffe, dass ich irgendwelche kleinen Kombos habe, egal aus welchem Deck, das hofft er halt. Das ist halt Blödsinn. Ja. Von allem einmal, ein Gruffer, ein Armageddon Knight, ein... Es ist alles viel zu... Ja, sein Gedanke war halt, die kleinen Kombos aus den zwei, drei Decks zu nehmen wahrscheinlich. Hier zum Beispiel E-Hero, Dark Law, da ein bisschen seine Infernity-Faxen und... Bisschen Schutz, ist wieder von allem ein bisschen was. Also E-Hero ist wirklich so, ich habe da wirklich viel getestet. Zurzeit teste ich sogar diese Karte-Mais-Variante, was wirklich gut läuft. Also die Control-Variante. Die richtig Control-Variante, weil im gegnerischen Zug kannst du mir auch die Mais Dark Law geben, ja, nachdem du gezogen hast. Deswegen entweder Control oder Turbo Speed. Entscheidet euch, aber kein Mittelding. Ansonsten über extra Side braucht man nicht reden, erst muss Main Deck stimmen und dann kann man erst Side Deck darauf anpassen, deswegen gehen wir darauf jetzt nicht ein. Also Herz auf den Barisch, ja, er hat echt ein bisschen getestet. Abschließende Worte von uns an euch. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Decks gelaufen sind, so in der Praxis, ja. Vielleicht, wir sehen halt nur auf dem Bildschirm, was ist und wir können unsere Meinung dazu geben. Herz auf den Barisch. Der hat echt Ahnung, baut mal ein Deck mit die Mais jetzt und spielt Control, ja, kann echt gut kommen. Und wenn ihr da daraufhin weitere Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal uns was sagen. Ja, ansonsten viel Spaß noch mit eurem Hero-Deck. Genau, das war's, unsere Meinung dazu. Wie immer könnt ihr eure Decks an unsere Facebook-Seite schicken. Vielleicht das nächste Mal mit ein paar Kommentaren, damit wir mehr dazu wissen. Ansonsten... Schaut uns an, Videos an und leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.